Schule zeigen. Und das ist unser großer Schulhof und dort das blaue Häuschen ist unser Spielerhaus. Da haben wir die ganzen Springseile und Stelzen und so drin. Und hier ist unsere große Spielplatz. Hallo, ich bin die Finja und gehe in die 4B. Und im Moment hatten wir im Thema Deutsch das Thema Leonardo da Vinci. Heute werde ich euch noch ein bisschen zum Leonardo da Vinci-Thema was sagen. Zum Beispiel der Leonardo da Vinci hat auch ein ganz berühmtes Gemälde gemalt. Ich glaube, das kennt sogar die ganze Welt. Bin ich mir wohl jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich schon, weil das ist sehr berühmt. Das ist die Mona Lisa. Und Leonardo da Vinci hat sich auch viele Notizen gemacht in seinem Notizbuch. Ich habe auch eine Notizbuchseite hier. Das ist jetzt die. Und da hat er auch ganz viel draufgezeichnet und hat viele Sachen halt, die er in der Landschaft gesehen hat, mal einfach rauf. Hat auch Durcheinander, Spiegelschrift, alles Mögliche. Wir haben auch eine Notizbuch. Wir sollten auch eine Notizbuchseite machen. Das ist sowas wie das hier. Und da haben wir halt verschiedene Sachen draufgezeichnet. Eine Mona Lisa, Blätter, Gesichter, das Gehirn von innen drin, Hände. Wir sollten auch mal uns selber, so da waren wir noch beim Thema Leonardo, sollten wir unseren Partner, der sollte dann still sitzen bleiben. Und da sollten wir den abzeichnen. Und da fand ich schon, ich habe mir da ziemlich Mühe gegeben. Hat auch echt gut geklappt. Und meine Sitzpartnerin hat mich aber auch gut abgezeichnet. In dem Moment fühlte ich mich so wie Leonardo da Vinci. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Henry aus der Klasse 3B. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, was wir hier gerade machen. Und zwar, wir machen gerade einen Namen vom Graffiti. Hier gibt es fast nie Langeweile. Und es macht auch sehr viel Spaß, hier Mathe und Deutsch zu lernen. Macht auch viel Spaß, hier mit der 3B Kunst zu machen. Es ist auch sehr schön hier, auch in Corona, weil auch wenn man die ganze Zeit fast immer Maske tragen muss,
Aber in dem Pausen ist es trotzdem schön. Und wenn man auf die Toilette geht, muss man auch Maske tragen, aber das ist nicht so schlimm. Sind gerade in der Jugendverkehrsschule und lernen gerade Fahrrad fahren, weil wir im vierten Schuljahr auf der Straße fahren. Wir haben so wenig Geld, wir müssen einfach Kinder schon ins Floß schicken. Oh, hallo, ich bin die Luise aus der 4C und wir üben gerade ein Rollenspiel. Das macht richtig viel Spaß über das Mittelalter. Ich bin die Mutter und mein Freund spielt den Vater. Wir haben eine große Familie, 6 Kinder. Und das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Oh, ich muss weiterproben. Hallo, ich bin Noah aus der Klasse 4C. Ich gehe gerne zur Schule. Eins meiner Lieblingsfächer ist Mathe, weil ich gerne mit Zahlen rechne. Heute habe ich meine Mathearbeit zurückbekommen und bin mit meiner Note sehr zufrieden. Ich gehe jetzt in die Pause zu meinen Freunden. Tschüss! Hallo alle miteinander. Wir haben bei uns in der Klasse 3a im Sachunterricht das Thema von der Raupe bis zum Schmetterling. Und dann haben wir hier bei uns auch echte Distelfalterraupen in der Klasse. Und ein paar bewegen sich aber auch schon. Und hier, vielleicht sieht man das, da wurde auch schon ein bisschen gegessen. Und die Raupen sind bis jetzt schon 2,5 cm groß. Und dann haben wir hier auch noch so Plastik. Tiere bekommen, dass so das Ei aussieht, so sieht die Raupe aus, so die Puppe oder der Kokon und so sieht dann der Schmetterling aus von oben und so von unten. Und wir messen die aber auch jeden Tag in der Klasse und dann haben wir hier auch noch ein eigenes Becken für die Raupen. Aber die sollen wir jetzt erstmal noch da in der Schachtel lassen. Und dann haben wir aber auch noch hier Lupen bekommen, um die besser zu sehen. Und wir haben aber auch unser eigenes Heft für die Raupen bekommen. Das gestalten wir auch fast immer im Sachunterricht. Und das war's auch dann und viel Spaß noch. Hallo, wir zeigen euch heute an die Erzstimme von Frederik. Und wir werden es euch jetzt zeigen. Schon wieder. Frederik, was machst du? Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten Tage. Ach so, ich sammle Weiß. Ja, und fisch weiter. Und nun, Frederik, was machst du jetzt? Ich sammle Farben für die kalten Wintertage. Für die grauen Wintertage, weil der Winter ist grau. Ach so, ich sammle Stroh. Nun, Frederik, was machst du jetzt? Du bist ja fast eingeschlafen. Nein, ich schlafe doch nicht. Das sieht vielleicht so aus, aber ich sammle Wörter. Und da schläft man manchmal ein bisschen ein. Weil im Winter wissen wir nicht, worüber wir sprechen sollen. Vielleicht kommt ihr auch mal auf unsere Schule und werdet auch etwas überfallen über das Buch von Frederik. Und dann tschüss und bis bald, liebe Leute.